Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map ohne Gräben Version 1.2. Wir sind auf dem Weg zum Lager, um dort erstmal meine Autoload-Trailer zu holen, meine M82, und um auch Papierpaletten und Papppaletten zu holen. Wobei eigentlich eher Papierpaletten. Papppaletten brauche ich gerade gar nicht so wirklich dringend. Aber Papierpaletten brauche ich. Ja, wir haben ja jetzt zwei neue Produktionszweige, wo wir Papierpaletten brauchen. Das ist einmal bei der Zementfabrik und das ist bei dem Eierhof. Und ich brauche aber eben auch welche beim... Ja, wisst ihr schon. vergessen. Bei der Milchproduktion, bei der Molkerei. Ja, da bringe ich gleich mal welche hin. Und danach kaufen wir uns das große Fortuna Universalfass. Damit wir Diesel transportieren können. Zur Sandkuhle und zur Kiesgrube. Und dann können wir mit dem großen Fass eigentlich auch Milch zur Molkerei bringen. Wobei ich weiß gar nicht, ob wir da so viel Milch loswerden gerade. Vielleicht sollten wir das lassen. Bevor uns das große Fass blockieren, sollten wir es einfach mit unserem 30.000 Liter LKW machen. Und gut ist. Vielleicht kaufen wir uns auch noch irgendwie noch ein paar LKWs. Also einen Hakenlift-LKW will ich ja auf jeden Fall haben. Das hatte ich ja schon mal angedeutet. Und dann müssen wir mal gucken, was wir noch so... was wir uns noch so gönnen. Was ich mit dem Hakenlift-LKW machen will, das zeige ich euch dann. Erstmal hole ich hier meine beiden M82 ab. Können auch mal gewaschen werden. Dann fahren wir erstmal direkt zur Zeltstofffabrik damit. Gucken, was wir da so an Papierpaletten kriegen. Und dann kommen wir noch hier zum Lager und holen die restlichen Papierpaletten hier ab, die wir hier noch haben. Hier stehen auch noch Kartons rum. Ja, und hier ist die Brückenbaustelle, die im Moment gar nichts machen kann. Paletten, ja, wunderbar. Keine Leerpaletten mehr. Das ist ja ärgerlich. Leerpaletten haben wir aber, glaube ich, auch noch im Lager, oder? Müsste ich dann gleich mal tatsächlich gucken. Ob ich noch mehr Paletten im Lager habe. So.
jetzt brauchen wir Paletten und Paletten und Paletten. Da haben wir uns ein bisschen wenig drum gekümmert, die letzten Folgen vor der Übernahme, weil ich da so viel mit beschäftigt war, alles abzuernten und möglichst viel zu verkaufen, bis ich dann mitgekriegt habe, dass ich ja das meiste dann doch übernehmen kann, zum Glück. Und ja, das war jetzt auch nur semi-intelligent, den da jetzt hinzustellen. Nein, es soll doch gar nicht spawnen. Baume, Kirsche, Apfel, Birne, wo waren denn Pellets? Da vorne drin oder was? Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Kühlkarton. Leerpaletten, Pellets. Nee, ey. So. Jo, das lädt jetzt erstmal. Alles gut. Das heißt, wir können eigentlich schon mal zum Händler gehen. Und werden uns jetzt ein bisschen was kaufen. Einmal von Fortuna. Das große Fass. Ja, möchte ich haben. Dann kaufe ich mir den hier, Anhängekupplung, Fronthydraulik, brauche ich nicht. 1000 PS macht schon Sinn. A-Setup, Trelleborg, Nokia, was macht denn da Sinn?
So, und jetzt müssen wir mal schauen, die passenden. Ist das mit Autoload? Ausprobieren, kaufen wir erstmal nur einen, wa? Weil alles einiges gelb ist vielleicht auch noch mal nicht schlecht. Sollten wir uns vielleicht noch einen LKW kaufen? Ein bisschen mobiler sind sozusagen. Den da haben wir ja schon. Der hier schon voll. Passt. Hier ist aber leer. Okay, sehr schön. So. Schauen wir mal hier hinten Autoload an. Ab zur Molkerei. Auf geht's. Wir neigen uns auch schon fast dem Ende hier. Ist nicht mehr viel. Aber ein bisschen haben wir noch. So, wir haben auch noch Weizen oder Gerste im Hof, Silo. Müssen wir auch noch verteilen. Wir haben so viel, wir kommen da gar nicht zu. Ey, das ist unglaublich. Erstmal Produktionen am Laufen halten. Die Felder sind sowieso noch nicht alle erntereif. Da ist sowieso noch Bedarf. Und wir haben auch natürlich durch diese neue, durch dass wir jetzt keinen Einfluss haben, was da gesät wird, gibt es natürlich Sachen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Also Soja zum Beispiel interessiert mich eigentlich relativ wenig. Ist das schon voll? Der passt da nicht hin? Okay. Gut. Der passt da nicht hin. Dann fahren wir doch mal zur Zementfabrik. Bringen da schon mal was hin, weil Zement brauchen wir ja auch. Na?
erfahren. Vertan, vertan, sprach der Hahn. Mein Rechner doch ganz schön zu kämpfen. Das war mit der anderen, der kleineren Map nicht so schlimm. Ich weiß nicht, was ich da machen kann, wenn ihr Tipps habt. Grafikeinstellungen runtersetzen, ja, hahaha. Ha. Neue Grafikkarte kaufen, weiß ich nicht, bringt Shader Cache löschen was? Muss ich dann tatsächlich mal ausprobieren wahrscheinlich. Mal gucken. Hofladen ist fast leer, Geldkassetten liegen da, auch schön. Ich muss nochmal Geld holen, das Geld brauchen wir ja für die Stahlteile von der Brücke. Also ich habe jetzt keine so hohe Priorität, dass ich unbedingt da auf diese Insel muss. Also ja, klar, Kürbisfarm ist da toll, Riesenfelder sind da, aber kann ich mir eh nicht kaufen, habe eh kein Geld für. Und daher... So, jetzt müssen wir nochmal eben gucken. Handkuhle. Das war jetzt auch nur mäßig intelligent von mir. Halt. Ja, doch, nee, war genau richtig. Ja, ja. Ich muss mir eben noch über. Ich habe die neue Map noch nicht so im Kopf. Moin. Nein, nicht darunter. Ach, Scheiße. Entschuldigung für so harte Worte. Das wollte ich natürlich nicht. Wollte natürlich schade sagen oder Mist oder so. War selber schuld. Hier wie so ein Idiot hochheizt. Naja, muss ich nicht wundern, wenn das schief geht. Naja, ist ja zum Glück alles an Ladung dabei geblieben. So, hier muss man jetzt irgendwo Leerpaletten müssen hier auch hin. Da müssen Papierpaletten hin. Sehr schön. Auch rumfahren oder ist das eher suboptimal? Ja, was ich übrigens schon gemacht habe, auch ohne euch, ich habe hier schon 22.500 Liter Diesel hingebracht. Also ein Fass voll. Ja, damit da die Produktion schon mal startet. Mal wieder zum Holz, holen uns da noch die restlichen Leerpaletten und dann war's das für diese Folge. Dann ist erstmal Schicht für heute. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder am 3. Advent mit 2 Folgen.
Und da sind nur noch Pellets. So, aber hier sind ja schon mal fertige Paletten. Die ich mitnehmen kann. Und hier sind fertige Paletten, die ich mitnehmen kann. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar oder abonniert mich. Noch mehr freuen würde es mich natürlich, wenn ihr morgen wieder einschaltet, am 3. Advent. Und ja, es gibt morgen wieder 2 Folgen. Und in diesem Sinne sage ich ciao.